Erfahrung schon überweisen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte mir Zeichen dazu stellen. Danke. Gut, Tagesordnungspunkt 2. Untervoranschläge sind alle Untervoranschläge, sind an alle Gemeinderäte bzw. Fraktionsführer ergangen. Und es hat diesbezüglich keine Rückfragen gegeben. Daher gehe ich davon aus, dass da auch keine weiteren Fragen gibt und stelle daher gleich einmal den Antrag Volksschule Lippock. Der Gemeinderat möge den Untervoranschlag 2014 der Volksschule Lippock in der vorliegenden Form beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte mal Zeichen der Zustimmung. Danke. Untervoranschläge Punkt B, Standesamtsverband Lippock. Stellt den Antrag der Gemeinderat, möge den Untervoranschlag 2014 des Standesamtsverbands Lippock in der vorliegenden Form beschließen. Wenn Sie einverstanden sind, bitte über Zeichen der Zustimmung. Punkt C, Staatsbürgerschaftsverband Lippock. Stellt den Antrag der Gemeinderat, möge den Untervoranschlag 2014 des Staatsbürgerschaftsverbandes Lippock in der vorliegenden Form beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte über Zeichen der Zustimmung. Danke. Punkt D, Feuerwehr. Ich stelle den Antrag der Gemeinderat, möge den Untervoranschlag 2014 der Feuerwehr in die Bauch in der vorliegenden Form beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um Zeit zu bekommen. Dankeschön. Somit wären wir beim Tagesordnungspunkt 3, Voranschlag 2014. Voranschlag 2014. Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2014 ist an alle ergangen, an alle Fraktionsführer. Und diesbezüglich hat es keine Fragen an mich gegeben. Wir haben auch unsere Frau Stromberger Marit hier von der Buchhaltung, die noch dann für die Beantwortung dann auch zur Verfügung stellen wird. Im ordentlichen Haushalt wurde festgesetzt, Einnahmen mit 7.236.800. Und Summe der Ausgaben mit 7.236.800, ebenfalls, das heißt, gibt einen Abgang, das ist ein Überschuss von 0. Im außerordentlichen Haushalt werden die Einnahmen mit 2.945.700 festgesetzt und die Ausgaben mit 3.506.600 festgesetzt. Das ist somit einen Abgang von 533.900. Festsetzung der Steuersätze. A. Grundsteuer für landwirtschaftliche Betriebe 500 von 100, der Messbeträge für sonstige Grundstücke 500 von 100 der Messbeträge. Die Lustbarkeitsabgabe wird im Haushaltsjahr 2014 in dem der Abgabenordnung festgesetzten Ausmaß erhoben. C. Die Hundeabgabe wird im Haushaltsjahr 2014 mit 60 Euro pro Hund erhoben. Punkt 3, der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des ordentlichen Haushalts in Anspruch genommen werden dürfen, wird in 1.206.100 festgesetzt. Dieser Betrag ergibt sich aus den ordentlichen Einnahmen des Jahres 60. Bitte? Also. Punkt 4, der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Haushalts bestimmt sind, wird auf 107.400 für LED-Straßenbeleuchtung und für 66.500 für Dachverkauf in Summe, also 173.900 Euro gesetzt. Das war es genau. Gut, es hat dann eine Einwendung gegeben zum Voranschlag, eine schriftliche von der Weltgruppe. Zwar, genau. Da geht es eben darum, dass 600 Euro budgetiert sind, bringen, in einer Verzugsaufgabe werden, dass sie 1000 Euro pro Jahr bekommen. Ich glaube, das ist ein Vorschlag. Zum Schluss sind die 1000 Euro. Das ist für ein Gemeinderatsbeschluss. Es ist immer so gehandhabt worden, dass auf jeden Fall ein Punkt der Verstärkungsmittel es gibt,
diese Differenzen auch dann ausgeglichen werden. Also so wie mit dem auf jeden Fall genügend getan. Gut, das wird abgeändert. Das wird sicher jetzt auch geändert, weil wir haben Verstärkungsmittel wieder, damit wir das noch ein bisschen Differenz ausgeben können. Das heißt, Sie bekommen jede 1000 Euro. Bitte, brauchst du den Vorschlag nicht auch? Brauche ich nicht extra, ne? Bitte. Du hast vorher gesagt, es hat keine Fragen gegeben. Ich glaube, über der letzten Gemeinderatssitzung noch eine Frage gestellt beim Hochwasserschutz. Eben, warum der Hochwasserschutz sich mit nichts berücksichtigt findet im Vorschlag. Ja. Da darf ich unsere Buchhalterin, Frau Margit Schwung, gerne bitten, dass Sie bitte diese Frage beantworten. Es ist so, dass man wirklich nur Zahlen aufgrund von irgendwelchen Angeboten reinnehmen darf in den Voranschlag, laut dem Voranschlagserlass vom Land. Und weil es da wirklich noch gar keine konkreten Zahlen gegeben hat und die Verhandlungen nur erst zu laufen begonnen haben, ist dieser Punkt, hat er gar nicht dürfen aufgenommen werden. Das ist ein Erlass, das steht ich kennen. Ich frage jetzt, erstens einmal bist du in den Verhandlungen ja quasi bis vorige Woche fast nichts abgerückt. Das heißt, du hättest sowohl für die Quadratmeterfläche, die bekannt war, ein Angebot einer Bank einholen müssen. Das hätte dann nämlich ausgereicht. Und zweitens erklärt das Ganze noch nicht, warum es dann im mittelfristigen Finanzplan nicht drin steht. Die ungefähren Summen weißt du heute, die hast du gleich gewusst vor 3 Wochen. Ja. Also es wäre möglich gewesen, auch dem Gesetz Genüge zu tun und dort eine Summe hineinzuziehen. Eben nicht. Ich sage einmal, ich muss mit dem Land die ganze Zeit verhandeln, unzählige Telefongespräche geführt. Es wird uns immer wieder gesagt, wir dürfen nichts reinnehmen, wo da einfach keine Bedeckung da ist und wo es keine konkreten Zahlen gibt. Und ich halte mich einfach ganz einfach daran, wenn etwas umgesetzt wird, was außerhalb der Budgetplanung ist, ist es ganz einfach, dann wird ein Nachtragsvoranschlag gemacht und im Rahmen dieses Nachtragsvoranschlages wird noch auch ein mittelfristiger Finanzplan noch an den Standort angepasst. Damit ist die Sache korrekt im Sinne des Landes abgewickelt. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, noch eine Frage. Es ist da drinnen ein Darlehen von 4 Millionen Euro, eine Volksschule, der Klimbach. Passt schon, ja. Achso. Nein, ich habe nicht gesagt, wir haben den Punkt gewählt. Ja. Abgedeckt jetzt nach dem außerordentlichen Haushalt von 2 Millionen. Das ist ein Differenzbetrag. Wo sind die, oder wo werden die anderen 2 Millionen verändert oder was? Oder ist das nach dem Endeffekt, wenn alles abgerechnet wird, dass man sagt, okay, 2 Millionen verbraucht? Nein, es ist ein Höchstbetrag, den die Gemeinde aufgenommen hat, mit 4.286.000 in dieser Größenordnung und ist als Baukonto wird es geführt. Das heißt, es ist, wir haben heute die Bestätigung von der Bank erhalten, dass alles so berechnet wird, wie es in Anspruch genommen wird, auch die Verzinsung und je mehr sind, denkt man wahrscheinlich. Wieso ist das dann von Grund auf zugezählt worden, der Gesamtbetrag? Ich glaube, beim ersten Mal wurde alles zugezählt. Das ist anscheinend ein Fehler passiert. Aber es wird alles rückverrechnet. Alles rückverrechnet. Ja. Wie geht denn das? Die Bank hat auch da, ja. Ist aber kein Problem. Ja, aber es muss einen Auftraggeber geben, dass die Bank das überweist. Ist ja nichts passiert. Ist sicher, was passiert. Jetzt sollten wir Zinsen. Ja, es wird alles normal verrechnet. Uns ist ja kein Schaden entstanden, teilweise. Die Bank rechnet und macht alles rückgängig und rechnet das neu. Gratuliere, das kann nur die Volksbank wahrscheinlich. Das ist sensationelle Ansage. Weitere Fragen? Der Straßenbau ist da eigentlich nicht viel angeführt. Das nächste Jahr haben wir nichts angedacht, da straßenbaumäßig zu tun. Da sind einige Straßen, also wenn man nur Laustraßen schaut, da ist damals Penal gemacht worden, das ist schon 4-5 Jahre oder was, das heißt noch, ja, das wird gemacht. Wir haben alles drinnen, was bedeckt ist, was Bedarfszuweisungen, zusätzliche Bedeckung, wer ist da drinnen zusammen? Ja, da ist nicht einmal ausgeführt oder was? Was? Die Laustraße ist ausgeführt. Wieder? Die Laustraße ist ausgeführt. Die eine Hälfte. Und die andere Hälfte haben wir tatsächlich.
vielleicht mit Recycling aus Waldkot einmal ein bisschen mehr testen wollen. Wir kümmern uns darum, dass wir das Testen noch nicht machen werden. Bitte, weitere Fragen? Die Frage, die sich sehr weit hat, das ist, es betrifft nicht den Straßenbau, sondern die Geo- und Radwege. Da ist diesmal nur 100.000 Euro, was der Gemeinde gesagt wurde, bei der Bürgerversammlung, dass 100.000 Euro pro Jahr vorgesehen ist. Das heißt, es wird nicht instand halten. Also nichts vorgesehen, dass man die Radwege planen und durchführt, weiter nur durchführt, sonst braucht man die Straßen. Im Augenblick, gibt es andere Prioritäten zu setzen. Und das habe ich mal mit dem Stand der Mitarbeiter, den wir in der Gemeinde haben, können wir einen 5-Projekte parallel machen, das sind große Projekte. Wir haben jetzt die Volksschule noch, ein Riesenprojekt. Wir haben jetzt das Rückhaltebecken raus hier, ein Riesenprojekt. Und dass man natürlich nicht alles geht, ist auch verständlich. Weitere Fragen bitte? Und das betrifft auch die nächsten 4 Jahre scheinbar, weil wir müssen nicht lang gehen, das funktioniert auch. Ich sage einmal, wir setzen Prioritäten zum Schutz der Bevölkerung. Ich sage einmal, das Rückhaltebecken hat einen höheren Stellenwert wie ein Radlweg. Auch ganz einfach. Bitte, weitere Fragen. Ich habe noch eine Frage dazu. Also nicht jetzt den speziellen. Von Vivo kann Nachrichten ist budgetiert mit 36.000 Euro. Ist budgetiert mit 36.000 Euro. 2012 waren Ausgaben von 43.000 Euro. Im Herbst ist schon leicht überzogen worden, das was für heuer budgetiert worden ist. Warum ist es so niedrig budgetiert? Wenn man eh schon weiß, überlegt über 40.000 Euro bei den Ausgaben. Die Frage kann ich da jetzt aus dem Standwert beantworten, das sind die beiden Fragen. Wer das nächste Mal gern beantworten? Bitte. Meine Frage bezieht sich auf. Entschuldigung, wurde es von was? Na, es gibt das nächste Mal kein Punktbudget. In der Fragestunde sind wir alle. Ja, aber kannst du gern beantworten das nächste Mal. Okay, ja. Oder du kommst zu mir mit einer. Nein, ja, kann man nicht. Du kannst mir antworten. Ich möchte alle wissen, nur du einer. Ich stehe immer gern. Ich bin auch ganz so vorbereitet. Daraus ist es nicht scheitern. Okay? Ist das bitte, Frau Mann. Ich finde es lobend, wenn du in Christian sagst, dass er seine Frage beantwortet bekommt, aber jetzt der Stimme über den Voranschlag hat. Was können wir mit der Beantwortung noch anfangen, wenn es erst später kommt? Ich glaube, dass das jetzt nicht so problematisch ist, in dieser Situation. Ich sage, wir reden von über 7 Millionen Euro. Da geht es um, sagen wir mal, Ich sage mal, nachdem Sie in der Vergangenheit gesehen habt, dass ich seit 2011 rund 1,5 Milliarden Euro für die Gemeinde erwirtschaftet habe. Er hat das gesehen. Ich habe es präsentiert. Das habe ich da schon tausendmal gesagt, dass das eine Automatik ist. Wenn ich nichts ausgebe und die Zinsen zahlt, wird das zurückgehen, oder? Die Wahrheit ist, die Fakten sprechen dafür, dass in den letzten Jahren einfach so viel Geld erwirtschaftet wurde für die Gemeinde. Und wenn Sie das erzählen wollen, ist das Ihre Angelegenheit. Die normalen Kreditrückzahlungen sind das und keine Erwirtschaftung und nichts. Das ist eine normale Kreditrückzahlung. Alle anderen Kosten, über die wir gesprochen haben, das sind auch gestiegen bis zum Geld nicht mehr. Was ist jetzt? Die Diskussion. Das sind auch gestiegen bis zum Geld nicht mehr. Wenn ich dann nur deine Konten anschaut oder die Kosten für die Zeitung, sie alles explodiert. Also wer will da bitte von da vorne von Einsparungen reden? Das, was wir jetzt weniger Schulden haben wie vor 2 Jahren, sind die ganz normalen Rückzahlungen, die wir sowieso leisten müssen. Da ist der Bürgermeister der Letzte, der daran teilgenommen hat. Gut, weitere Fragen? Ja, ich habe dann doch gesehen, dass ich die nächste Frage stellen muss. Es geht um Repräsentationsausgaben. Ja. Von 10.000 sind sie gestiegen auf 13.000 Euro. Wo war der Buchmeter bei 3.000, oder? Ja, dann wird es wahrscheinlich benötigt werden. 3.000, das habe ich da ja, einen Bürgermeister gehabt, oder? Du hast schon 13.000 Euro. Die stehen ja unmittelbar mit dir im Zusammenhang, ist das richtig, die Repräsentationsausgaben? Da geht es darum, um Geschenkkörbe, da geht es darum, um Einladungen für Vereine oder Das sind ja nicht mehr, wir haben jetzt mehr.
Wir haben mehr Geschenke. Ich glaube, das ist eine Position, die den Bildermeister zur Verfügung stellt. Ja, aber du bist der Einzige, bei dem zu bekommen. Ja, die Position. Nein, das ist ja das Problem. Die Regierung fragt nicht, was der Bildermeister. Ja, genau. Sie machen noch nicht über das Geige. Da muss man. Ich habe jetzt eine Frage, eine Verständnisfrage, vielleicht kannst du mir die erklären. Und zwar, wir kriegen ja alle eine Aufwandsentschädigung, du am meisten. Der restliche Vorstand auch noch. Wenn ihr einen Geschenkskorb bezahle für einen Verein, was ja auch immer wieder vorkommt, oder irgendwelche anderen Repräsentationsausgaben tätige, dann decke ich die von dieser Aufwandsentschädigung. Warum hast du da ein eigenes Repräsentationskonto? Wie viel verwendest du von dieser Aufwandsentschädigung, die du im Monat überwiesen kriegst, für solche Dinge? Oder verwendest du nur diese Repräsentationskosten? Dass weniger Anträge waren. Deshalb ist man. Aber ja, wenn aber mehr Anträge Zeit kommen sollten, wird das nicht ein Problem sein, dass man Förderung macht. Ja, das ist nur die gedeckelte, Fördersumme, die wir im Jahr haben. Das heißt jetzt nicht, dass man keine Förderung macht. Also das weiß ich schon, aber es gibt Entschuldigung, eine Absichtsrechte schon. Die Leute schauen nicht vorher in den Ohren, sondern die kommen her mit dem Förderamt und haben gesagt, sie hätten keine Förderung. Und nachdem es bei uns in der Gemeinde eine Förderung gibt, wird auch eine Förderung erhalten.